would like to hand over to Mr. Thilo Renz und kann jetzt auch wieder, denke ich, ins Deutsche wechseln, obwohl wir hier einen englischen Titel haben, nämlich Industrial Security on the Life Cycle of Paper Plants. Herr Renz, wenn ich Sie bitten darf, sich gleich ein bisschen vorzustellen. Und warum Security, warum nicht Safety? Ja, die Bühne ist für Sie. Ja, Moment kurz. Ja, warum nicht Safety? Safety bezieht sich hauptsächlich auf, ich sage jetzt mal, den Schutz von Leib und Leben. Also was man sich so vorstellen kann, zum Beispiel in der Automobilindustrie, die Bremse muss funktionieren. Security hat eben halt diese Cyber-Security-Aspekte mehr im Fokus. Also da gibt es tatsächlich eine Trennung. Die sagen schon, ich soll mich hier vorstellen. Noch ein Tick. Ja. Was werde ich erzählen? Wie Sie schon gesagt haben, ich werde was zu mir sagen. Ich werde was zu den Bedrohungen sagen, die heute Papiermaschinen treffen oder wo wir drüber reden müssen. Dann werde ich was sagen zu den vielen Maßnahmen oder zu den Prozessen, die wir im Lebenszyklus einer Papiermaschine brauchen. Und zu kurz zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung geben. Ja, wer bin ich? Ich war viele Jahre lang in der Softwareentwicklung. Ich bin vor etwas über 10 Jahren zu Voith gekommen in den Bereich IT-Security bei einer Tochter von Voith. Habe dort etwa 5 Jahre lang Pentests gemacht und als IT-Security-Berater gearbeitet und bin jetzt seit einigen Jahren im Bereich digitale Produktsicherheit. Das heißt, ich beschäftige mich damit, wie bekomme ich am Ende ein sicheres Produkt raus? Was muss ich machen, damit ich es sicher betreiben kann? Damit dann zum Beispiel meine ehemaligen Kollegen, die Pentester, wenn sie zum Beispiel die Leitwarte von einem Kraftwerk prüfen, nichts mehr finden. Genau. Was Sie natürlich alle kennen, da brauche ich glaube ich nichts zu sagen, Voith Paper als Papiermaschinenhersteller und Hersteller von Komponenten und natürlich auch den passenden dazugehörigen IoT-Technologien. Was ich aber eigentlich sagen möchte ist, Voith Paper ist Teil eines Konzerns. Und der Konzern, ja klar, da gibt es Zahlen, das Spannende sind aber Voith Paper hat nicht nur, Voith hat nicht nur Voith Paper, sondern Voith hat insgesamt 4 Divisions. Neben der Paper gibt es dort die Voith Hydro. Die Voith Hydro stellt zum Beispiel Wasserkraftwerke her. Und da haben wir in den letzten Jahren steigende Anforderungen, zum Beispiel in Deutschland über die Gesetzgebung für kritische Infrastrukturen. Das heißt, da gibt es Anforderungen vom Gesetzgeber, dass so ein Kraftwerk nachweisbar und auch auditierbar sicher, also im Sinne von Cyber Security, betrieben werden kann oder betrieben werden muss. Weitere Division ist die Voith Turbo, das heißt, da geht es zum Beispiel um Getriebe für LKWs oder zum Beispiel Straßenbahnen. Auch dort gibt es von den Herstellern, von den OEMs, seit einigen Jahren steigende Anforderungen, die eben nachweisbar Security-Konzepte, Bedrohungsabschwächungen und Bedrohungsuntersuchungen sehen wollen. Das heißt, das Thema Security an sich trifft uns jetzt nicht mal unerwartet, ja. Und der vierte Bereich, das ist die, ich sage jetzt mal, so eine Querschnittsfunktion, eine Gruppe, die Innovation and Technologies heißt und die eben diese IoT-Techniken und diese ganzen Digitalisierungen mit den Kompetenzen zum Beispiel aus der Papiermaschinenbranche oder aus der Hydro oder Turbo zusammenbringt. Ja. Über was möchte ich reden? Ja? Threats and Impacts. Das heißt, warum müssen wir uns überhaupt mit diesem Security-Thema zuerst beschäftigen? Wir wollen ja eigentlich nur, ich sage jetzt mal, Komponenten für Papiermaschinen bauen oder Papiermaschinen sicher betreiben. Tatsache ist, wir haben seit vielen Jahren immer wieder Probleme mit Security in allen Branchen. Ganz links hier, das ist jetzt schon ein Beispiel, das ist aus 2016, das heißt, das ist gar nicht neu, aber VW hat dort unsichere Zugangssysteme für diese Autos schon ewig da. Das sind unsichere Produkte, die gibt es und die wird es immer wieder geben. Und sie beschäftigen uns noch heute. Das zweite Beispiel hier, das ist sogar recht aktuell. Februar diesen Jahres, eine
Wasserversorgungsanlage wurde gehackt. Das heißt, das kam ja auch heute schon im Vortrag vom BSI, betroffen sind inzwischen tatsächlich auch Betreiber von Anlagen. Das heißt, als Hersteller betrifft uns das insofern, dass eben der Betreiber der Papiermaschine auch ein Opfer sein kann. Ein anderes Beispiel, Ende letzten Jahres, die SolarWinds-Affäre, sage ich mal, das ist eine besondere Qualität. Da wurde nicht ein Hersteller angegriffen, sondern über dessen Produkt. Da wurde dessen Produkt angegriffen und dieses Produkt wurde in tausenden Installationen verwendet. Das heißt, nur weil dieser Hersteller, ich sage jetzt mal, seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, waren tausende seiner Kunden verwundbar. Das heißt, da sehen wir eine neue Qualität, diese Supply Chain Attacks. Und das trifft nicht nur irgendwie große Hersteller in Amerika oder aller Weltbetriebe, wie hier jetzt zum Beispiel Westrock, die von einem Erpressungstrojaner betroffen waren im Januar diesen Jahres. Die Einschläge kommen tatsächlich näher. Also hier ein Beispiel aus dem Februar. Ein Speditionsbetrieb in Deutschland, der tatsächlich auch von solchen Erpressungstrojanern, ich sage jetzt mal, gehackt wurde. Und in der letzten Folie sehen wir, ja, wen trifft es? Wir wissen nicht, wer ist der Nächste, aber was wir definitiv wissen, die Zahlen nehmen zu. Wir sehen das in der Grafik hier, die sind vom BSI von 2019, die Zahl der Angriffe steigt. Das heißt, für einen Betreiber einer Papiermaschine ist es keine Wahlmöglichkeit, sich damit vielleicht nicht zu beschäftigen oder das zu verschieben. Es ist einfach eine real existierende Gefahr. Und jetzt stellt sich die Frage, was kann man machen? Wie kommt man zu einer sicheren Maschine? Wie kommt man in den sicheren Betrieb? Und da gibt es, ich sage jetzt mal, von normativer Seite tatsächlich eine große Anzahl von Normen, die sich in dem Bereich tatsächlich schon beschäftigen. Das sind zum einen natürlich im Betrieb. Da gibt es ganz klare Normen, zum Beispiel die Normenfamilie 27001, die Informationssicherheitsmanagement hat. Dann gibt es die große Familie der IEC 62443, die tatsächlich diese Industrial Communication Networks, mit denen wir es hier zu tun haben, ich sage jetzt mal umfassend beleuchtet und dort auch das Zusammenspiel der einzelnen Akteure regelt, sage ich mal, oder dafür Vorgaben macht. Also das sind zum einen natürlich der Betreiber, der dort Anforderungen hat, wie er sein System betreiben muss, aber natürlich auch den Systemintegrator, der letzten Endes aus irgendwelchen Komponenten die Maschine zusammenbaut, integriert und natürlich auch den Hersteller, der seine Produkte entsprechend herstellen muss. Das heißt, für all die gibt es dort Kapitelanforderungen, wo technische und organisatorische Maßnahmen geregelt sind, was die leisten müssen und vor allem auch, wie das Zusammenspiel zwischen dem Integrator, dem Hersteller und dem Betreiber funktionieren soll. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Also auf einer Seite gibt es natürlich den Hersteller von irgendwelchen Komponenten. Das könnte zum Beispiel Foil Paper sein, aber das sind natürlich auch Lieferanten im weitestgehenden Sinne, die irgendwelche Komponenten, also zum Beispiel Automatisierungssysteme oder Netzwerkkomponenten oder sowas herstellen. Ja. Die bauen Produkte, die bestimmte Security-Fähigkeiten haben und verkaufen die einem Systemintegrator, der aus diesen Produkten mit den Fähigkeiten, die sie haben, ein weiteres Produkt zusammenstellt, das dann auch bestimmte Anforderungen genügen muss, die teilweise auch höher sind, als das Einzelprodukt es hat, weil er ja zum Beispiel im Zusammenspiel höhere Sicherheit erreichen kann. Und dieses, ich sage jetzt mal, diese Maschine zum Beispiel, diese Anlage, ganze Papiermaschine, was auch immer, geht dann irgendwann an den Betreiber über, der dann letzten Endes den sicheren Betrieb regeln muss. Und auch hier ist es so wie vorher der Product Supplier, der Hersteller von der Komponente, dem Systemintegrator sagen konnte, meine Komponente kann dies oder jenes, das kann sie nicht.
ist es natürlich auch so, dass hier der Systemintegrator dem Betreiber sagen muss, folgende Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen, diese Security-Funktionen sind eingebaut, folgende Maßnahmen musst du selbst ergreifen. Das heißt, da gibt es tatsächlich Pflichten, die dann auch beim Betreiber liegen. Damit haben wir am Ende ein sicheres Produkt, schön und gut. Jetzt muss man es nur noch sicher betreiben. Das heißt, was wir jetzt aus der Praxis kennen, in allen Komponenten, die es gibt, werden irgendwann Security-Schwachstellen gefunden. Das heißt, wir haben hier wieder die Kette, der Zulieferer steht in der Verantwortung, muss es dann natürlich melden. Wenn er eine Schwachstelle entdeckt, muss er die dem Integrator melden. Der muss die bewerten und dann bis zum Betreiber eventuell durchreichen. Andersrum ist es natürlich auch so, wenn hier irgendwas auffällt, es werden ja längst nicht alle Schwachstellen vom Hersteller gefunden, im Gegenteil sogar die wenigsten. Wenn am Ende irgendwas auffällt, muss es auch den gegenteiligen, also den rückwirkenden Meldeprozess geben. Oh, ich habe ein Problem. Könnt ihr mal schauen, wo liegt das Problem, was ist die Ursache, haben wir hier ein Security-Problem? Und die Kette spielt sich natürlich wieder zurück. Und der Betreiber, der steht dann natürlich in der Pflicht, der ist der Letzte, der quasi die Anlage sicher betreiben muss. Der ist dafür verantwortlich und er kann das zum Beispiel machen, der hat Verpflichtungen, er muss zum Beispiel ein Informationssicherheitsmanagement betreiben. Informationssicherheitsmanagementsystem nach 27001, in dem eben viele Sachen geregelt sind. Und er hat auch im Sinne der 62443 die Betreiberrolle inne. Das heißt, das sind auch diese Meldewege und was er dann eben machen muss, geregelt. Was für ihn natürlich besonders wichtig ist, er muss wissen, was sind seine Komponenten, was ist für ihn von Wert, was ist ein Asset, wo liegen seine Schutzbedürfnisse, wie sehr müssen diese Komponenten gesichert werden und was sind die Risiken oder die Bedrohungen auf diese Komponenten. Und letzten Endes muss er natürlich, wenn er so ein Werk betreibt oder umrüstet oder herstellen lässt oder wie auch immer, sagen, was er denn vom Hersteller oder vom Integrator erwartet an Anforderungen. Das heißt, die Aufgabe des Betreibers ist es letztlich auch zu schreiben, welche Anforderungen er an die Komponenten oder an das Gesamtsystem hat. Und das kann zum Beispiel dann auch darin münden, dass er eben so ein Konzept, so ein Zonierungskonzept hat, das eben die Sicherheit der Anlage verbessert. Jetzt hat er diese Anforderungen an den Hersteller. Jetzt stellt sich die Frage, wie kommt der Hersteller dabei zu einem sicheren Produkt? Das heißt, der Hersteller oder der Integrator muss jetzt diese Anforderungen, dieses Security-Level, das der Käufer, der Betreiber anfragt, mit dem vergleichen, was er dann an Komponenten liefern kann. Das heißt, er muss dann vielleicht Maßnahmen ergreifen, in die Architektur einbauen, wie er das Level aufrüsten kann. Und als Zweites hat er natürlich große Herausforderungen, dass er die Prozesse haben muss, um ein sicheres Produkt liefern zu können. Da gehe ich nachher drauf ein. Wir haben hier eine kleine Grafik, die schauen wir gleich genauer an, was der Hersteller eigentlich alles machen muss. Und neben den Prozessen gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Anforderungen, also tatsächlich auch in der 62443, wo ganz konkret geregelt wird, wenn ich folgendes Security-Level erreichen möchte oder muss, dann gibt es ganz klare Anforderungen. Ich brauche zum Beispiel Verschlüsselung im Netzwerk oder Zwei-Faktor-Authentisierung oder was auch immer. Also da gibt es auch Hilfestellungen, die dann eben auch technisch umgesetzt werden müssen. Was betrifft jetzt also diesen Hersteller? Auf der linken Seite sehen wir natürlich das Requirements Engineering, das Management. Das heißt, im Security-Kontext stellt sich die Frage für den Hersteller, wenn ich ein Gerät, eine Komponente baue, wo wird sie denn eingesetzt? Das ist natürlich eine ganz relevante Sache, weil wenn was in einem abgeschlossenen Bereich steht, von mir aus sogar in einem abgesperrten Schaltschrank, dann sind die Security-Anforderungen vielleicht niedriger, als wenn die Komponente öffentlich zugänglich ist. Und in dem ganzen Requirements-Bereich, ein wesentlicher Teil ist natürlich, wenn man die Architektur mal kennt, dass man eine Bedrohungsanalyse durchführt. Das heißt, er muss wissen, welche Bedrohungen
kann es gehen? Gegen was muss ich mich schützen? Wo muss meine Architektur drauf angepasst werden? Und das gibt dann eben diese Security Requirements. Er muss daraufhin einen sicheren Entwurf machen. Er muss es dann irgendwie implementieren. Und da kommt jetzt der spannende Punkt. Wir haben ja nicht nur Hardware, sondern wir haben ja ganz viele Software-Sachen. Sicher implementieren, das heißt, ich brauche Techniken im Einsatz. Ich brauche zum Beispiel Coding-Guidelines. Und da kommt der spannende Punkt. Wir haben eigentlich überlagerte Prozesse, die kontinuierlich im ganzen Betrieb funktionieren müssen. Wir brauchen eine Security-Organisation. Wir brauchen unterstützende Prozesse, zum Beispiel zur Qualifizierung der Mitarbeiter. Das heißt, ein Entwickler wird nur ein sicheres Produkt machen können, wenn er weiß, um was es dabei geht. Wenn wir dann das Produkt irgendwann entwickelt haben, dann muss es natürlich geprüft werden. Irgendwann wird es veröffentlicht. Da kommen dann natürlich diese Anforderungen raus, die ich vorher schon sagte. Als Hersteller muss ich dem späteren Betreiber sagen können, hier endet unser Sicherheitsversprechen oder soweit versprechen wir es. Folgende Sachen müssen auf der Betreiberseite übernommen werden. Und es geht natürlich auch darum, dann auch schon zum Release-Zeitpunkt die Prozesse aufzusetzen, die wir nach dem Release, also für die Betriebsphase, brauchen. Das heißt, was ich vorher schon gesagt habe, dieses Schwachstellenmanagement, wenn irgendwo etwas entdeckt wird, dann brauchen wir diese Meldewege. Genauso, wenn wir Inzidenz haben, das heißt, das Problem, dass irgendwie ein Problem gefunden wird, dann brauche ich den Meldeweg rückwärts. Ich nehme jetzt hier mal ein schönes Beispiel raus, genau dieses Schwachstellenmanagement. Wir haben ja gesagt, so eine Anlage ist groß, da sind viele Komponenten drin. Das heißt, um dort Schwachstellen zu finden oder zu berücksichtigen oder zu beobachten, muss ich in dem ersten Schritt erst mal wissen, was haben wir denn alles? Jetzt ist natürlich eigentlich, ich sag mal, aus dem Maschinenbau ist es relativ einfach. Da schaue ich mir die Stückliste an. Papiermaschine ist zwar ein großes Gerät, aber letzten Endes finde ich in Stücklisten jede Schraube. Im Bereich der Automatisierung ist es viel schwieriger, weil man es nicht sieht. Aber wir haben dort auch unzählige Geräte, wir haben Netzwerke und wir haben Software. Und Software besteht oft nicht aus einer Komponente, sondern Software bindet Bibliotheken ein, die ihrerseits wieder Bibliotheken einbinden. Das heißt, wir haben hier eine Vielzahl von Komponenten, die wir unter Umständen berücksichtigen müssen. Da kommt der Punkt, um so eine Analyse zu machen, was denn alles in Ihrem Werk am Start ist, brauchen Sie eigentlich einen Zulieferer, der das liefern kann oder einen Partner, der diese Untersuchung machen kann und genau weiß, was drinsteht. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, so eine Asset-Analyse zu machen im Betrieb, das heißt, die Komponenten zu untersuchen, was denn im Netzwerk alles so gefunden wird. Und es gibt natürlich auch Bibliotheken, wo was drin enthalten ist. Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, ja, Schwachstellenmonitoring. Ja, okay, muss ich denn das überall machen? Das hängt natürlich davon ab. Nehmen wir eine Komponente, die so wie vorher gesagt in einem Schrank steht oder die vielleicht gar keinen Netzwerkanschluss hat. Die ist natürlich nicht in dem Maße exponiert wie irgendwie eine Web-Applikation, die jetzt von außen zugänglich ist. Das heißt, dort dieser Bedarf für so ein Schwachstellenmonitoring, der hängt immer auch mit der Exposition zusammen und mit dem Risiko, das dann eben auch damit verbunden ist. Das heißt, wenn eine Komponente jetzt von außen erreichbar ist und sie hat Auswirkungen auf den Betrieb, dann habe ich hier ein viel höheres Risiko, als wenn beides vielleicht nicht der Fall ist. Das heißt, da stellt sich die Frage, brauche ich das Monitoring bei dieser einen Komponente? Und wir haben viele davon. Und die andere Frage stellt sich, wie kriege ich es denn hin? Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eine Softwarebibliothek. Dann muss ich herausfinden, wie kriege ich denn Bescheid, ob da jetzt eine Schwachstelle ist. Das heißt, ich muss für jede Komponente irgendwie in Erfahrung bringen, gibt es dort einen Security-Newsletter oder regelmäßige Veröffentlichung vom Hersteller, die ich dann regelmäßig kontrollieren kann. Das heißt, ich muss hier so eine strategische Entscheidung treffen, was ist der Weg, wie ich diese Nachrichten bekomme und wie oft kontrolliere ich das zum Beispiel. Und was natürlich auch rauskommen kann,
Es gibt keinen Weg. Das heißt, es ist zum Beispiel eine Komponente, die vom Hersteller nicht mehr unterstützt wird, wo es keine Security-Newsletter mehr darüber gibt. Das heißt, ich kann effektiv keine Informationen über Schwachstellen haben. Dann führt es dazu, dass ich das eben aufhören muss. Dann muss ich die Komponente auch ausbauen oder ändern. Und zuletzt muss ich leider darauf aufmerksam machen, dass auch unter Einbeziehung, dass wir später angefangen haben, Ihre Zeit jetzt eigentlich abgelaufen ist. Okay, also, ja, ich habe noch eine Frage. Schauen könnten, dass wir langsam zum Schluss kommen, weil wir haben eh schon lange überzogen, dass wir dann nachher doch wenigstens in der Pause noch diskutieren können. Ja? Ich habe noch eine Folie. Mhm. Das heißt, ich muss hier auch die Patch-Management-Sachen machen und ich habe danach diese Prozesse, ich muss diese Patches ausliefern, ich muss, ich sage mal, wir haben viele unterstützende Prozesse in dem Zusammenhang. Das heißt, wir brauchen dieses Incident-Management, was ich sagte, es gibt Probleme. Ich brauche Logging und Monitoring, wo ich vielleicht schauen kann, wie geht es meinem Automatisierungssystem. Und ich habe natürlich das Lifecycle-Thema. Das heißt, ich muss am Ende auch wissen, was passiert, wenn mein Produkt irgendwie abgelöst werden muss durch was Neues. Und in dem Bereich, sage ich mal, Security ist ein großes Thema. Wir brauchen technische Maßnahmen, zum Beispiel sichere Produkte, organisatorische Maßnahmen von Ihnen und vom Hersteller und Prozesse. Und es gibt da Dienstleistungen, die wir anbieten können, zum Beispiel Security Consulting, auch im Brownfield. Und auch so diese Operation-Themen können wir auch. So, Entschuldigung, dass ich etwas überzogen habe. Ganz herzlichen Dank, Herr Witt.